So, dann schauen wir mal, dass niemand guckt. Server wechseln. Schauen wir mal, dass wir hier. Achso, erstmal machen wir nochmal Einstellungen und die Musik aus. Weil die geht mir ein bisschen. Bisschen auf den Sack. Gesamtlautstärke können wir auch ein bisschen runtersetzen. Anwenden. Weil ich will euch ja verstehen. Serverwechsel. Jetzt schauen wir uns mal einen vernünftigen Server raus. Ja, müssen wir mal gucken. Am besten wäre mal, wo man ein bisschen Lebensmittel bekommt. Was sollen wir machen? So viele sind hier gar nicht. Dann gehen wir einfach auf den hier, DE. Spielen. Aufgrund der Server wurde dein Timer verlängert und deine verändert. Ach, okay. Okay, also verstehe ich, wenn man den Server wechselt auf den anderen, dann braucht man länger zum Verbinden und man wird wahrscheinlich auf einer anderen Position gesetzt, dass man wahrscheinlich nicht immer den gleichen Server farmt oder immer die gleiche Stelle farmt. Kann ich verstehen, okay. Dann werde ich da erstmal bleiben und dann schauen wir mal. Na los. 38 Sekunden. Ja, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, würde ich mich freuen über ein Abo oder wenigstens einen Daumen nach oben oder über Verbesserungsvorschläge, würde ich mich auch riesig freuen. Wie gesagt, unser Server oder wo wir hier spielen auf unserem YouTube-Kanal, gibt es drei Streamer. Das bin ich einmal, der Sense. Dann gibt es den Sido, der heißt wirklich Sido mit richtigen Namen. Und die Angelique, die wird dann so Autorennen, alles was mit so Kinderspielen hat, wo man als Kerl keinen Bock drauf hat. Das wird sie machen. Ich hoffe, dass das Kindergequatsche im Hintergrund nicht so stört. So, schauen wir mal. Oh, wir haben Hunger, Durst und stehen mitten im Wald. Ja, haben wir denn hier irgendwas zum Essen? Kriegen wir die so gegessen? Nee, dann brauchen wir... Wie erwartet, einen Dosenöffner? Haben wir nicht. Toll. Wo geht's jetzt lang? Wo gibt's hier was zu essen? Also werden wir wahrscheinlich verhungern. Wie es aussieht. Bis wir hier was finden. Man weiß ja immer, wie es so mit Lebensmitteln ist. Ach, kann man hier Regenwürmer essen? Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Gerade auf PC habe ich es ja noch nie gespielt. Oder ganz, ganz früher mal. Das ist schon ein paar Jahre her. Haben wir jetzt hier Regenwürmer im Inventar? Können wir die essen oder werden wir davon krank? Wo sind die Regenwürmer? Das nicht, das nicht. Kalt ist hier hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Hm, okay. Geil wären wir ja, wenn wir was zu essen finden würden. Aber ich weiß ja gar nicht mal, dass wir in die richtige Richtung laufen. Aber gut, wenn wir jetzt hier sterben an der Stelle, ist das ja nicht schlimm. Da fangen wir einfach von vorne an. Für mich war es erstmal wichtig, läuft es hier auf meinem PC, den ich mir gekauft habe. Ja, und den Rest schauen wir dann einfach mal, wie weit es so geht. Und vor allen Dingen ist es mal wieder schön, sich an so eine Tastatur zu gewöhnen. Oh, ein Haus. Ich hoffe, da finden wir was zu essen. Ach, da sind die Türen schon offen. Wenn da was ist, dann haben sie es schon geplündert. Scheiße.
Rucksack. Können wir die auch anziehen? Wie kann ich die jetzt anziehen? Die ist doch kalt. Sehe ich das richtig? Oh Mann, das ist, wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat. So eine Scheiße. Jetzt haben wir eine Jacke. Und ich weiß nicht, wie man anziehen kann. Und eine Zombie-Tussi, die hier draußen rumbrüllt. Ach, die könnte ich jetzt essen. Aber das ist bestimmt infiziertes Fleisch. Da würde ich lieber die Würmer nehmen, irgendwas im Bauch zu kriegen. Und verletzt bin ich auch. Das muss doch Möglichkeit sein. So, dann nehmen wir jetzt mal die Rolle. Wie kann ich die jetzt benutzen? Ah. Okay, dann war das schon mal fertig. Ich möchte gerne die Jacke anziehen. Toll, ich kann eben mit der Jacke totschlagen oder was? Ah, da ist das Symbol. Ach, ist eine Weste. Einen Hut kann ich tragen. Gürtel, Weste. Ja, Infizierte, kann ich die auch durchsuchen? Was hat die? Ah, das ist der Ring. Kann ich den jetzt essen? Nein, kann ich nicht. Dann werden wir wahrscheinlich an Hunger und Durst sterben. Aber nur, wenn man... Ich habe wirklich keinen Plan, wie das mit dem Steuerung funktioniert. Ich weiß auch nicht, wo man hier Lebensmittel herkriegt. Wir sind irgendwo am Arsch der Welt ausgesetzt worden. Ah, da ist eine Stadt. Der hat einen Rucksack. Ich versuch's mal. Oh. Da hat eine Konserve rein. Alter, wo kommt denn das Geräusch her? Ist das von draußen? Das nervt. Aber ich krieg die Konserve ja nicht auf, um das zu essen. Mann. Ein scheiß Büchsenöffner wäre jetzt cool. Die haben alle Konserven bei, aber kein
Büchsenöffner, verdammte Scheiße. Eine Autobatterie brauche ich nicht. Ich brauche doch eine Konserve. Irgendwas zum Knabbern wäre mal was Judith. Nein, die sind doch überall Zombies. Aber nicht zu fressen. Komm, wenn, dann sterbe ich. Ist doch schon alle durchgefarmt. Patronen. Ich will so die Patronen stehen lassen, solange ich was zu fressen kriege, Mann. Kann ich nicht die scheiß Dose mit dem Messer aufmachen? Scheiße. Mann. Kann ich mal einen Regenwurm futtern? Da ist sie noch miggelig. Gut, du wurdest aus dem Spiel entfernt, der Server wird heruntergefahren. Naja, zum Beispiel läuft es ja nicht so super, also bin ich auch nicht traurig drüber. Ja, das war's erstmal, denn bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr natürlich Tipps und Tricks für mich habt, dann wäre ich gerne dabei, ja, dass ihr mir dann vielleicht ein bisschen unter den Arme greift. Bis dann.